Ich begrüße Sie zum nächsten Block. Ich darf mich recht herzlich für das Kommen bei Karin Böllert bedanken. Karin, du wirst entschuldigen, dass ich die Vita auf wenige Aspekte reduziere. Karin gehört zu denjenigen, die in der Lage sind, wirklich alles, was sie in den letzten 20 Jahren gemacht haben, chronologisch und sehr detailliert auch darzustellen. Das ist gut, da erhält man einen wunderbaren Überblick. Gut, einige Informationen. Karin ist Hochschullehrerin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Universität in Münster. Sie promovierte 1992 in Bielefeld an der dortigen Fakultät für Pädagogik. Sie war dann anschließend von 1996 bis 2001 Hochschullehrerin, auch für Sozialpädagogik an der Universität Rostock. Von den vielen Funktionen, die Karin Böllert gegenwärtig wahrnimmt, möchte ich drei herausstellen. Sie ist erstens seit gut anderthalb Jahren Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, also einer der zentralen Orte, wo freie öffentliche Träger Wissenschaft, Aus- und Fortbildung, Fragen der sozialen Arbeit diskutieren und entsprechend versuchen auch auf die Politik und die entsprechenden Beratungsprozesse dort Einfluss zu nehmen. Sie ist zweitens darüber hinaus schon seit einigen Jahren Präsidentin des Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentages und sie ist drittens sowohl im Kuratorium, im wissenschaftlichen Beirat, wie auch im Verein des Deutschen Jugendinstitutes engagiert und dort auch seit einigen Jahren dann zumindest auf diesen drei Ebenen wesentlich mitverantwortlich für das, was zumindest programmatisch vom Deutschen Jugendinstitut gemacht wird. Zu ihren laufenden Forschungsprojekten: Sie ist verantwortlich betreut, da sind wir immer unklar, wie man das formuliert, für die Einrichtung einer Juniorprofessur zu Fragen der pädagogischen Professionalität gegen sexuelle Gewalt. Sie ist zweitens verantwortlich für die Implementierung eines von der DFG geförderten Projektes zu sozialen Diensten und Glaubensgemeinschaften, ich glaube in Kooperation mit der Universität Vechta und Hildesheim. Und sie hat in den letzten Jahren insbesondere Evaluationsprojekte abgeschlossen zu Fragen der Bildungsförderung, zu Fragen des Kinder- und Jugendschutzes und zu Fragen der Implementierung von frühen Hilfen. In ihren Publikationen beschäftigt sie sich insbesondere mit Fragen der, und das wird ja heute auch zentral sein, Wohlfahrtsproduktion. Sie beschäftigt sich mit sozialpolitischen Herausforderungen und sie wird Herausgeberin sein und ist Initiatorin eines Handbuches zur Kinder- und Jugendhilfe, das noch im Laufe dieses Jahres im VS-Verlag erscheinen wird. Und was habe ich jetzt übersehen? Ach so, ja. Das war dann wieder die unbewusste Kasseler über die Psychoanalyse geprägte Variante. Entschleunigung war, glaube ich, gestern das Thema. Das war jetzt der Versuch zu beschleunigen. Leider ist das aufgefallen. Der hat auch was gelöscht. Der ist schon geworden. Lass einfach so stehen. So, Karin, recht herzlich willkommen und du hast jetzt das Wort. Ja, danke dir, Werner, für die Vorstellung. Wenn du sagst, ich bin in der Lage, das, was ich bislang gemacht habe, chronologisch darzustellen, diese Vita hat immer noch sehr viele Fehler. Und es war eine Sauarbeit, die für die Homepage zusammenzustellen, weil ich das auch nicht freiwillig gemacht habe. Aber die Westfälische Wilhelms-Universität hatte ein ähnliches Anliegen, wie wir es hier mit dieser Veranstaltung und anderen Tagungen auch haben, sowas wie eine Corporate Identity darzustellen, was uns dazu verpflichtete, nach einer sehr akribischen Vorgabe unsere Homepage alle neu zu machen.
Und dieser Prozess dauert jetzt seit anderthalb Jahren und ist, wenn ich selber auf meine Homepage gucke, offensichtlich immer noch nicht abgeschlossen. Genauso wenig wie der Prozess abgeschlossen ist, den wir hier heute und gestern auch schon dokumentiert haben. Und ich habe gerade schon draußen bei der Zigarette, wo die Diskussionen ja immer weitergehen, gesagt, ein Zwischenfazit des gestrigen und heutigen Tages. Für mich ist das der Titel dieser Veranstaltung, vielleicht irreführend ist, weil das Theorieprojekt der sozialen Arbeit, Sondierungen, gibt es, glaube ich, nicht. Also ich war schon vorher davon überzeugt, dass es das nicht gibt. Und wenn ich hier heute Nachmittag nach Hause fahren werde, weiß ich, dass es das nicht gibt. Die Frage ist, ob es das überhaupt geben sollte und ob es das geben muss oder geben kann. Dass ich diese einleitenden Bemerkungen mache, hängt damit zusammen, dass hier in der Überschrift schon steht, Forschungsgruppe soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion. Und ich eben einleitend gerne etwas dazu sagen möchte, was es mit dieser Forschungsgruppe auf sich hat, weil das nämlich deutlich macht, dass ich glaube, ich eine sehr pragmatische Herangehensweise an das habe, was wir hier gemeinsam erarbeiten und diskutieren und wo ich auch selber eigentlich gar nicht der Anlass für war. Anlass, dass es diese Forschungsgruppe Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion in Münster gibt, war einmal die Tatsache, dass ich, als ich nach Münster gegangen bin, viele Studierende laufende Arbeiten von Vorgängern und Vorgängerinnen geerbt habe, die sich durch eine enorme Heterogenität der Fragestellungen und auch der theoretischen Zugänge ausgezeichnet haben und auch viele Fragestellungen beinhalteten, mit denen ich mich vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Die Vita macht ja deutlich, ich bin eine Frau der Kinder- und Jugendhilfe und hatte auf einmal mit dem Behindertenbereich zu tun, musste mich mit sonderpädagogischen Fragen auseinandersetzen, mit Rehabilitationsangelegenheiten, alles Dinge, um die ich mich vorher ehrlich gesagt so gut wie gar nicht gekümmert hatte. In dieser Situation gab es zwei Beschlüsse des Rektorates der Universität Münster. Einmal den Beschluss, dass wir alle uns in Forschungsgruppen, in thematisch fokussierten Forschungsgruppen neu sortieren und organisieren sollten. Und dass parallel dazu alle Studiengänge und alle Institute evaluiert wurden. Einer unserer Chefevaluatoren war Werner Thole, der dann nach Münster kam und in dem Evaluationsverfahren und in der öffentlichen Debatte die Frage stellte, was macht euch eigentlich als Sozialpädagogen in Münster aus? Es ist ein bunter Strauß, aber der ist sehr bunt und was hält diesen Strauß eigentlich zusammen? Diese Frage haben wir uns dann auch gestellt und wir haben darauf immer noch keine abschließenden Antworten gefunden, aber erstmal angefangen darüber nachzudenken, was ist eigentlich der Kern dessen, was wir gemeinsam machen, was uns in dieser Heterogenität doch als etwas Gemeinsames verstehen lässt, was macht unsere Identität aus. Ich werde gleich noch etwas Näheres zu dieser Forschungsgruppe und ihren grundlegenden Annahmen sagen. Wir sind seitdem in einem Forschungskolloquium, wo wir diese Fragen ständig wieder neu diskutieren und wo wir uns auch vorgenommen haben, mindestens einmal im Jahr für alle Studierenden eine große Ringvorlesung zu veranstalten, wo wir Aspekte dieser Forschungsgruppe aufgreifen und uns selber dazu zwingen, unsere nach wie vor sehr unterschiedlichen und heterogenen Arbeiten auf einen Teilaspekt unseres Verständnisses von dem, was Wohlfahrtsproduktion und damit soziale Arbeit ausmacht, zu fokussieren. Und wir sind in diesem Semester dabei, das mit dem Adressatenbegriff in der sozialen Arbeit zu versuchen, beziehungsweise uns den Adressierungsprozessen in der sozialen Arbeit zu widmen. Diese Woche, Dienstagabend, war Fabian noch bei uns als ein Gast, der aus seinen Forschungskontexten heraus diese Frage beantwortet hat. Und wir haben eine Ringvorlesung gemacht, die sich einmal mit sozialstaatlich-sozialpolitischen Konstituierungsprozessen von Adressaten und Adressatinnen der sozialen Arbeit beschäftigt hat, die in einem zweiten Block sich versucht hat, dem Adressatenverständnis zu nähern, indem wir organisationale Inklusions- und Exklusionsprozesse versucht haben zu untersuchen. Und der dritte Block, der jetzt noch nicht ganz abgeschlossen ist, versucht, den Adressatenbegriff einzubetten in pädagogische Beziehungen. Wie sind wir überhaupt auf diesen Titel Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion gekommen?
zunächst mal ein Ausgangspunkt für uns war eine enorme Expansion sozialpädagogischer Handlungsfelder und Aufgabenstellungen. Wir haben uns dann gefragt, was macht den Kern sozialpädagogischen Handelns aus? Was sind die gemeinsamen Grundlagen Ihrer theoretischen Analysen und auch Ihrer empirischen Studien? Diese Frage ist insofern auch sehr dringlich geworden, beziehungsweise Antworten darauf werden sehr dringlich, weil die Tatsache, dass wir diese Frage nicht abschließend beantworten können, für uns in Münster auch darin zum Ausdruck kommt, dass in einer hochschulpolitischen Situation, wo sehr viel gestrichen oder umgeschichtet wird, es so einen Common Sense der Kollegen und Kolleginnen gibt. Alles, was wir woanders streichen, kann die Sozialpädagogik ja dann auch dazu machen. Und das ist gar nicht böswillig gemeint von den Kollegen und Kolleginnen, sondern verweist eigentlich darauf, dass wir auch nicht in der Lage sind zu sagen, das ist unser genuiner Gegenstand, das ist das, was uns als Sozialpädagogen ausmacht, und alles andere ist Aufgabe und Gegenstand anderer Teildisziplinen auch der Erziehungswissenschaft. Beispielsweise die Diskussion um die Fragestellung, brauchen wir eine interkulturelle Pädagogik, die wir mittlerweile haben in Münster, was aber längere Zeit gedauert hat, weil man der Ansicht war, interkulturelle Pädagogik ist ein Teilgebiet der Sozialpädagogik. Ihr habt doch die ganzen Migranten und Migrantinnen, also kümmert euch doch aus einer sozialpädagogischen Perspektive darum. Zweiter Diskussionspunkt, brauchen wir eine Professur, einen Arbeitsbereich Pädagogik der frühen Kindheit. Ihr macht doch Kindertagesstätten rauf und runter, ihr baut den ganzen Bereich auf, ihr seid ständig damit beschäftigt, eure Bildungsaspirationen auch bezogen auf die frühe Kindheit in den Fachdiskurs einzubringen. Also gehört eigentlich auch die Pädagogik der frühen Kindheit zu euch. Und letzter Fall, das hat mich gestern erinnert an den Vortrag von Michael Winkler, ist die ganze Diskussion darüber, ob ein Pflichtmodul der Lehramtsausbildung in Nordrhein-Westfalen, was Schulsozialarbeit heißt, in der Lehrerbildung und damit in der Schulpädagogik angesiedelt wird, oder ob das auch Gegenstand sowohl von Theorie als auch Empirie der Sozialpädagogik ist. Die Lösung, die unser Institut dazu gefunden hat, macht mich nicht glücklich, aber verweist auf das Dilemma, in dem wir uns da bewegen, weil die Kollegin, die wir für Schulsozialarbeit jetzt eingestellt haben, ist der Sozialpädagogik zugeordnet, darf aber nur im Lehramt lehren. Also da sieht man schon, wie schwierig an der Stelle es auch für uns ist, in diesen disziplinären und in der Disziplin teildisziplinären Fachdiskursen unser eigenes Profil zu schärfen. Das, was wir vor dem Hintergrund versuchen, ist, soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion zu begreifen, zu beschreiben, theoretisch zu erfassen und auch empirisch zu erforschen, mit der Begründung, dass wir bislang davon überzeugt sind, dass mit einer Beschreibung der sozialen Arbeit als Wohlfahrtsproduktion es möglich ist, die Aufgabenbeschreibung und Funktionszuweisung, die die sozialpädagogische Disziplin, Profession und Praxis hat, auf der einen Seite nicht beliebig erscheinen zu lassen, aber auf der anderen Seite eben auch nicht der Gefahr unterliegt, die Ausdifferenzierung sozialpädagogischer Theorien, auch der Empirie und Praxis der sozialen Arbeit aus dem Blick zu verlieren. In einem ersten Aufschlag haben wir uns dann damit auseinandergesetzt, was wir eigentlich unter Wohlfahrt verstehen, und schließen uns dem Wohlfahrtsverständnis von Kaufmann an, der Wohlfahrt als eine Problemformel öffentlicher Kommunikation begreift, die sich auf die Vermittlung zwischen den partikulären Formen der Lebensführung und dem Zustand bzw. den Entwicklungsperspektiven eines Gemeinwesens bezieht. Damit sind wir genau das, was Karin Bock gestern auf gar keinen Fall sein wollte. Wir sind hochgradig normativ. Wohlfahrt ist für uns der normative Bezugspunkt der Theoriebildung und auch der empirischen Arbeiten innerhalb unserer Forschungsgruppe, was natürlich nicht heißt, dass alle das genauso sehen oder machen müssten. Unter Wohlfahrtsproduktion selbst versteht Kaufmann dann,
ein Begriff, der darauf verweist, dass das Ausmaß individueller Wohlfahrt stets ein Ergebnis von Aktivitäten ist, die sowohl unter dem Gesichtspunkt ihres Ablaufes, also des Prozessnutzens, als auch ihres Ergebnisses, des Ergebnisnutzens zu betrachten sind. Die Aktivitäten gehen nicht allein von den um ihre Wohlfahrt besorgten Individuen aus, nicht allein, sondern stehen in unterschiedlichen institutionellen Kontexten und involvieren daher eine Vielzahl von Personen und häufig auch Organisationen. Wohlfahrtsproduktion ist somit ein gleichzeitig auf mehreren Ebenen soziologisch rekonstruierbarer Prozess, der gleichzeitig den Staat, die Erwerbswirtschaft, den Wohlfahrtssektor und die Privathaushalte involviert. Übrigens ein ähnliches Verständnis, wie es auch dem aktuellen Kinder- und Jugendbericht zugrunde liegt, der ja dieses Vier-Felder-Schema als Analysefolie vorgestellt hat, ohne sie in den einzelnen Berichtsteilen dann allerdings auch konsequent auf die jeweiligen Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe anzuwenden. Herausfordernd an dieser Definition für uns nach wie vor ist, dass Kaufmann seiner eigenen disziplinären Tradition folgend hier von dem soziologisch rekonstruierbaren Prozess spricht, woraus für uns der Auftrag ableitbar ist, was ist dann das Sozialpädagogische an der Art und Weise, wie wir diesen Prozess rekonstruieren. Zunächst mal differenzieren wir zwischen personenunabhängiger und personenbezogener Wohlfahrtsproduktion, wobei wir uns konzentrieren auf den Aspekt der personenbezogenen Wohlfahrtsproduktion. Die personenunabhängige Wohlfahrtsproduktion sind bezogen auf unsere Fragestellungen eine Organisation des Sozialen und damit zielt sie auf die kollektiven Risiken und Bedarfe. Damit sind dann Systeme der sozialen Sicherung angesprochen, aber auch die Gestaltung struktureller Bedingungen und Möglichkeiten der Lebenschancen, also Fragen von Ressourcenausstattung, sozialpolitischen Programmatiken, rechtlichen Regelungen und Sozialadministrationen. Die personenbezogene Wohlfahrtsproduktion zielt demgegenüber auf das individuelle Wohlergehen, auf individuelle Risiken, Bedarfe und Bedürfnisse. Sie ist konstitutiv auf die koproduktive Handlungsbereitschaft individueller Adressatinnen angewiesen und beeinflusst deren Lebensführung. Es geht uns also bei der Analyse einmal um durch institutionelle Regulierungen eröffnete oder verschlossene Lebenschancen, um durch die von Professionellen und Adressatinnen je realisierten Koproduktionen und um kulturell, sozial, ökonomisch und politisch strukturierte Bedingungsmöglichkeiten einer personenbezogenen Wohlfahrtsproduktion. Dass das jetzt hier so ein bisschen unordentlich aussieht, liegt daran, dass ich ein anderes PowerPoint-Programm habe, als hier draufgezogen ist, aber ich glaube, es geht trotzdem noch. Die Herstellung und Ermöglichung von individueller Wohlfahrt ist unserer Meinung nach Kernaufgabe der sozialen Arbeit. Der Prozess der Herstellung und Ermöglichung genau dieser individuellen Wohlfahrt kann dabei auf sehr unterschiedlichen Ebenen analysiert werden und nimmt auch auf unterschiedliche Ebenen selbst wieder Bezug. Der Prozess der Herstellung und Ermöglichung individueller Wohlfahrt ist dementsprechend dann auch durch verschiedene Strukturen, die wir ebenfalls in den Blick nehmen wollen, beeinflusst. Wir haben dies in diesem Schema versucht darzustellen. In der Mitte des Kreises findet man das berühmt-berüchtigte Dreiecksverhältnis der sozialen Arbeit, also die unterschiedlichen Beziehungsstrukturen von Adressatinnen, Organisationen und Professionen, in deren wechselseitigen Beziehungskonstellationen dann personenbezogene Wohlfahrtsproduktion stattfindet. Dieser Herstellungsprozess der personenbezogenen Wohlfahrtsproduktion ist beeinflusst und nimmt Bezug einmal auf gesellschaftliche Modernisierungsprozesse, auf die sozialpolitischen Rahmenbedingungen des sozialpädagogischen Agierens und auf die sozialen Milieus, in denen soziale Arbeit stattfindet und in denen ihre Adressaten und Adressatinnen beheimatet sind.
Man kann unschwer an diesem Schaubild schon erkennen, dass unser Begriff von Sozialpolitik zum Beispiel ein ganz anderer ist, als der, den Michael Winkler hier gestern dargestellt hat, und dass für uns soziale Arbeit konstitutiver Bestandteil eines sozialpolitischen und damit auch sozialstaatlichen Systems ist und wir uns nicht neben Sozialpolitik stellen. Im Zentrum unserer Analyse steht damit die Frage, wie soziale Arbeit in der Relationierung von institutioneller und professioneller Verfasstheit und gemeinsam mit den Adressatinnen unter welchen gesellschaftlichen, sozialpolitischen und kulturellen Bedingungen welche personenbezogene Wohlfahrt als Eröffnung oder als Schließung von Lebenschancen produziert. Das ist im Kern die gemeinsame Basis, auf der wir dann unsere weiteren empirischen Arbeiten, unsere theoretischen Debatten und die Suche nach unserer gemeinsamen Identität gestalten. Und wie gesagt, dieses Semester haben wir uns dann versucht, gemeinsam unserem Adressatenbegriff zu nähern oder erstmal die Frage gestellt, mit welchen verschiedenen Adressaten, Adressatinnen haben wir es eigentlich zu tun? Und gibt es auch in der Verschiedenheit der Adressatinnengruppen etwas gemeinsam Sozialpädagogisches? Die Ausgangssituation, die ich hier beschreibe, ist nur sehr verkürzt. Teile davon wird man in dem von Werner, mittlerweile übrigens Compendium Kinder- und Jugendhilfe heißenden Band lesen können, wenn man den Text von Leonie Wagner zum Beispiel dann nimmt, die da eine ähnliche Systematisierung vorgenommen hat, wie wir sie in unserer Forschungsgruppe auch haben. Wir gehen zunächst mal davon aus, dass der Adressatenbegriff in der sozialen Arbeit ein theoretisch sehr unkonturierter Begriff ist. Ist mir übrigens hier auch wieder in vielen Wortbeiträgen aufgefallen. Mal reden wir von den Klienten, mal sind es Betroffene, mal sind es Adressatinnen, mal ist es der Kunde, der kommt hier Gott sei Dank nicht vor, aber der Nutzer oder die Nutzerin war auch schon Gegenstand von einigen Wortmeldungen hier, ohne dass man immer deutlich macht, was man mit der Verwendung des jeweiligen Begriffes tatsächlich auch an theoretischen Grundlagen mit in den Diskursprozess einfließen lässt. Wir brauchen also, wenn wir von Adressatinnen der sozialen Arbeit sprechen, eine Relationierung mit Professions- und Disziplindiskursen und entsprechenden gesellschaftlichen Entwicklungen. So macht beispielsweise der Klientinnenbegriff deutlich, der international immer noch der gebräuchlichste Begriff ist, dass der Vorstellung des Klienten ein klinisch-kuratives Modell der sozialen Arbeit zugrunde liegt, dem wiederum inne liegt, dass wir hier von einer Defizitorientierung ausgehen können. Es ist also ein defizitärer Blick auf den Klienten, auf die Klientin, der wiederum auch zum Ausdruck bringt oder vielleicht auch zur Folge hat, dass Professionelle als Expertinnen ausgestattet mit einer wie auch immer gearteten Machtposition in das Beziehungsgefüge eintreten. Dieser Begriff ist seit den 1970er Jahren immer wieder stark kritisiert worden, vor allen Dingen im Hinblick auf die damit einhergehenden Entmündigungsstrategien der Adressaten und Adressatinnen. Dazu gehört beispielsweise die gesamte Debatte um die Therapeutisierung der sozialen Arbeit. Der Begriff der Betroffene, der ich weiß gar nicht mehr, wer heute darauf bestanden hat, auch von Betroffenen und Opfern zu reden und nicht nur von Adressatinnen, ist entstanden durch die Kritik der damalig neuen sozialen Bewegungen an der Verfasstheit des Sozialstaates und auch der sozialen Arbeit. Die Kritik fokussierte sich darauf, dass soziale Arbeit vorrangig auf Anpassung vorab definierter Normalitätserwartungen zielt. Es wurde die Perspektive der Randgruppenstrategie in den Blick genommen, sodass wir heute eher von Opfern oder Leidtragenden sprechen und nicht von Betroffenen. Opfer, Betroffene sind zum Beispiel die genuinen Begrifflichkeiten, mit denen Adressaten und Adressatinnen in der gesamten Debatte über sexualisierte Gewalt bezeichnet werden, wo wir immer von den Opfern sexualisierter Gewalt oder sexuellen Missbrauches reden. Bereits Ende der 1960er Jahre ist hier diese Kritik sehr stark in den Fokus unserer Fachdiskurse geraten,
indem man sich kritisch distanzierte von individualisierenden Sichtweisen und mit der standardisierenden Normalisierungsfunktion der sozialen Arbeit. Regine Gildemeister, Thomas Olk waren damals diejenigen, die das aufgegriffen und dann in den 80er Jahren auch in den Fachdiskurs mit eingebracht haben. Der Adressatinnenbegriff ist eingeführt worden im Kontext der Alltags- bzw. Lebensweltorientierung. Hiermit sollte insbesondere die Abkehr vom defizitären und individualisierenden Blick auf die Menschen der sozialen Arbeit beschleunigt werden. Es geht darum, den Eigensinn von Subjekten zu betonen, subjektive Aneignungsprozesse von Angeboten sozialer Arbeit in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses zu setzen, vor allen Dingen aber auch die Angebote selber so zu gestalten, dass subjektive Aneignungsprozesse ermöglicht werden. Mit der starken Betonung des Adressatinnenbegriffs und diesen inhaltlichen Grundlegungen hat sich dann mit dem Adressatinnenbegriff auch erstmalig eine Adressatinnenforschung entwickelt. Seit den 1980er Jahren zielte die auf die Kritik an der Fremdbestimmung der Adressaten und Adressatinnen, an der Tendenz zur Katalogisierung von Adressaten im Hinblick auf Zielgruppendefinitionen. Theoretische Folie war hier insbesondere die gesamte Kolonialisierungsdebatte der sozialen Arbeit. Dann kam mit der Verwaltungsreform, den Diskussionen über die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, der Kundinnenbegriff auf, der die Vorstellung eines aktiven Nachfragers mit eigenen Erwartungen und Vorstellungen in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stellte. Kritisch daran muss gesehen werden, dass hier eine Entscheidungsfreiheit zugrunde gelegt wurde, die aber eigentlich nur eine Entscheidungsfreiheit suggerierte, weil das sogenannte doppelte Mandat der sozialen Arbeit im Kundinnenbegriff nicht aufgehoben, sondern lediglich negiert wurde. Die Hierarchie zwischen Professionellen und Kundinnen wird auch in dem Begriff der Kundin prinzipiell nicht auflösbar. Wohlfahrtsproduktion ist zudem, so unser Verständnis, nicht nur auf einen einzelnen Kunden, eine einzelne Kundin bezogen, sondern Wohlfahrtsproduktion zielt auch auf die Schaffung, Erhaltung, den Ausbau einer sozialen Infrastruktur. Das heißt, der Kundinnenbegriff hat auch eine Singularisierung der Adressatinnenperspektive mit sich gebracht, den der Begriff der Wohlfahrt, die Wohlfahrtsproduktion hinter sich lassen möchte. Ende der 1990er Jahre ist dann dieser Begriff auch stark kritisiert worden, sozialpädagogisch stark kritisiert worden, im Hinblick auf die Verbetriebswirtschaftlichung der sozialen Arbeit und den sozialpolitisch-sozialstaatlichen Paradigmenwechsel hin zu einem Aktivierungsparadigma der sozialen Arbeit und der Sozialpolitik. Die Frage für uns war dann, ist der Nutzerinnenbegriff eigentlich in der Lage, diese Kritik produktiv aufzunehmen, weil er ja nun zunächst mal davon ausgeht, dass hierin eine Verallgemeinerung sozialstaatlicher Leistungen zum Ausdruck kommen soll, also der Aspekt der sozialen Infrastruktur im Nutzerinnenbegriff sehr viel stärker auch enthalten ist, dass mit dem Nutzerinnenbegriff es auch um die Hervorhebung des Leistungscharakters der sozialen Arbeit im Gegensatz zu ihrem Eingriffsgedanken geht, dass Partizipation und Beteiligungsrechte im Vordergrund stehen sollen und der Adressat als Nutzerin zum Produzenten im Erbringungsverhältnis von Wohlfahrt wird. Wir schließen uns in unserer Forschungsgruppe allerdings der seit Beginn der 2000er Jahre formulierten Kritik an dieser Produzentenperspektive an und verstehen den Nutzer, die Nutzerin als Co-Produzenten, Co-Produzentin in einer Dienstleistungsorientierung der Wohlfahrtsproduktion, weil ein Nutzer, der vorrangig Produzent im Erbringungsverhältnis ist, die jeweilig professionellen, institutionellen Konstitutionsbedingungen der Wohlfahrtsproduktion unserer Meinung nach zu stark aus dem Blick verliert und auch der Nutzer einen Anspruch auf eine professionell erbrachte soziale Dienstleistung hat, mit der dann
unweigerlich beispielsweise der Wissensvorsprung der Professionellen gegenüber den Adressatinnen einhergeht, weswegen wir uns letztendlich dazu entschieden haben, von den Adressatinnen der Wohlfahrtsproduktion und nicht von den Nutzerinnen zu sprechen. Vor dem Hintergrund taucht dann natürlich die Frage auf, wer wird wie und warum eigentlich zur Adressatin der sozialen Arbeit, das, was eben auch zentral in unseren augenblicklichen Münsteraner Fachdiskursen steht. Wir schließen uns dabei dem Adressatinnenverständnis von Bitzan und Bohley an, die ja vier Dimensionen des Subjektverständnisses der Wohlfahrtsproduktion herausgearbeitet haben, indem sie differenzieren zwischen einem Subjektverständnis und Subjektivierungsweisen in den jeweiligen Erbringungsformen der sozialen Arbeit, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass es kein hierarchisch dichotomer Entstehungsprozess der sozialen Wohlfahrt oder der sozialen Arbeit ist, der auf die Handlungsfähigkeit der Adressatinnen zielt, an diese auch rückgebunden ist, bezogen auf strukturelle Lebensbedingungen und soziale Milieus agiert, dass es dabei auch um sozialpolitische Bestimmungen von Problemlagen geht und dass in einem Subjektverständnis der Adressaten und Adressatinnen auch jeweils deren biografische Selbstrepräsentationen zum Ausdruck kommen. Das ist ganz deutlich geworden in dem Beispiel, was die studentische Kommentatorin vorhin genannt hat, wenn die Mutter gar nicht lange zuckt, sondern gleich alle ihre Kinder auszieht, ist das eine spezifische Art auch der biografischen Selbstpräsentation, nämlich biografischer Erfahrung, Sozialisation, ich will mal in Anführungsstrichen sagen, Lernprozesse, die sie im Umgang mit sozialer Arbeit sich angeeignet hat. Zunächst zu der Frage, wer wird zur Adressatin der sozialen Arbeit? Dabei steht für uns im Mittelpunkt die Bezugspunkte der Wohlfahrtsproduktion im Hinblick auf gesellschaftliche Modernisierungsprozesse. Und ich hoffe, du kannst das jetzt trotz der Farbigkeit hier einigermaßen lesen. Die Wohlfahrtsproduktion hat demnach einmal den Bezugspunkt der Lebensphasenperspektive, aber auch der Lebenslagenperspektive. Der Unterschied für uns besteht darin, dass die Lebensphasenperspektive der Wohlfahrtsproduktion eher auf Statuspassagen zielt, wohin die Lebenslagenperspektive stärker Problemlagen im Mittelpunkt hat. Lebensphasen sind dann beispielsweise frühe Kindheit, Kindergartenzeit, sind Fragen der frühen Elternschaft, von Jugend, von Alter, von jungen Erwachsenen. Lebenslagen ist dann eher das arme Kind, ist Bildungsarmut, Arbeitslosigkeit und ähnliche Dinge. Das heißt, ich habe schon zwei sehr verschiedene Sichtweisen der Wohlfahrtsproduktion, wenn ich mich der Frage widme, wer wird eigentlich zur Adressatin der sozialen Arbeit, steht im Mittelpunkt eine eher auf Probleme zielende Sichtweise oder steht im Mittelpunkt eher die steht im Mittelpunkt eine biografische Abfolge unterschiedlicher Statuspassagen, die bewältigt werden durch die Wohlfahrtsproduktion oder durch Leistungen der Wohlfahrtsproduktion. Dass hierin gesellschaftliche Modernisierungsprozesse zum Ausdruck kommen, ist unseren Vorstellungen davon geschuldet, dass sich das Verhältnis der Wohlfahrtsproduktion im Hinblick auf Statuspassagen und Problemlagen in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Der Ausbau sozialstaatlicher Leistungen bei allen Kürzungsaspekten, die man natürlich auch mit berücksichtigen muss, ist meiner Meinung nach ursächlich darauf zurückzuführen, dass der Bezugspunkt der Wohlfahrtsproduktion immer stärker eine Lebensphasenperspektive und damit eine Statuspassage ist und nicht mehr ausschließlich vorrangig auf eine Lebenslagenperspektive und damit ableitbare Problemlagen zielt. Wie wird eine Person zur Adressatin? Bei der Fragestellung geht es stärker um die Beantwortung der Frage, was ist die Zielperspektive der Wohlfahrtsproduktion
Und diese Antworten nehmen unmittelbar Bezug dann auch auf die sozialpolitischen Rahmenbedingungen der Wohlfahrtsproduktion. Wohlfahrtsproduktion kommt dabei einmal zum Ausdruck in Form der Schaffung einer sozialen Infrastruktur und zum Zweiten kommt sie zum Ausdruck durch Ansprüche von Adressaten und Adressatinnen, die zum Teil auch sogar Rechtsansprüche auf Wohlfahrtsproduktion beinhalten. Die Zielperspektive einer sozialen Infrastruktur ist dementsprechend für uns Teilhabe an Gesellschaft, die stärker das einzelne Individuum, das Subjekt in den Blick nehmende Zielperspektive der Ansprüche, der Rechtsansprüche, zielt demgegenüber stärker auf die Befähigung zur Teilhabe an Gesellschaft. Und wer den Capabilities Approach kennt, wird unschwer erkennen, wo wir bei diesem Versuch der Strukturierung Anleihen gemacht haben. Warum wird eine Person zur Adressatin der sozialen Arbeit? Hier geht es stärker um die Anlässe einer sozialen Arbeit als Wohlfahrtsproduktion und damit auch um die Orte der Wohlfahrtsproduktion im Hinblick auf die sozialen Milieus unserer Adressaten und Adressatinnen. Anlass kann zum einen sein, dass Wohlfahrtsproduktion Repräsentantin der öffentlichen Verantwortung beispielsweise für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist. Anlass ist hier eine Verhältnisorientierung als Inklusion. Wohlfahrtsproduktion kann aber auch den Anlass haben, private Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern oder für andere relevante Dinge erwirken zu wollen. Dabei geht es dann stärker um eine Verhaltensorientierung als Exklusionsvermeidung. Wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, unterscheiden wir einen strukturorientierten Adressierungsprozess von einem eher subjektorientierten Adressierungsprozess. Und die Frage, wer, wie, warum, heißt dann, aus einer strukturorientierten Adressierungsprozessperspektive, dass Lebensphasen als Statuspassagen in den Blick genommen werden, worauf dann eine soziale Infrastruktur mit dem Ziel der sozialen Teilhabe zielt, die wiederum Ausdruck einer öffentlichen Verantwortung ist als verhältnisorientierte Inklusion. Eine subjektorientierte Adressierungsprozesse beantwortet die Fragen wer, wie, warum, demgegenüber stärker aus der Perspektive von Lebenslagen als Problemlagen, für die dann Rechtsansprüche auf Befähigung zur sozialen Teilhabe konstituiert werden, mit der Zielperspektive die private Verantwortungsübernahme als verhaltensorientierte Exklusionsvermeidung zu ermöglichen. Und damit komme ich zu unserem, und ich sage es ganz ausdrücklich, Zwischenfazit. Wir sind noch lange nicht am Ende mit unseren Überlegungen. Nicht irgendwie geartete Personengruppen sind Zielgruppen einer personenbezogenen Wohlfahrtsproduktion. Vielmehr geht es um deren organisatorisch und professionell konstituierte Bildung und damit um die Rückbindung des Adressatinnenbegriffes an die institutionalisierten Strukturbedingungen der sozialen Arbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Karin, recht herzlichen Dank. Wir hören jetzt zwei Kommentare. Der erste Kommentar wird gesprochen gemeinsam von Pascal Bastian und Andreas Böhle. Pascal Bastian studierte in Münster Erziehungswissenschaft, schloss dort Mitte der 2000er Jahre ab, des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre, arbeitete dann in zwei, drei unterschiedlichen Projekten in Bezug auf die Evaluation früher Hilfe, promovierte 2011 an der Universität in Münster zu dem Thema der Nutzen psychologisch-klassifikatorischer Diagnostikinstrumente in der frühen Kindheit, stimmt nicht, in den frühen Hilfen. Und genau zu diesem Thema hat er in den letzten Jahren auch unterschiedliche
Publikationen vorgelegt. Gegenwärtig ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsgebiet, im Fachgebiet Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters hier an der Universität in Kassel. Andreas Böhle ist wissenschaftlicher Mitarbeiter auch in diesem Fachgebiet. Er hat hier in Kassel seinen Diplom-1-Studiengang absolviert, sein Diplom-2 absolviert und er arbeitet seit dem Abschluss seines zweiten Studiums hier in dem Projekt Erziehungscamp, also in dem Projekt, auf das gestern auch schon Marc Schröter hingewiesen hat. Und er ist hoffnungsfroh, dass er noch in einem überschaubaren gegenwärtigen Zeitraum seine Promotion hier in Kassel auch erfolgreich vorlegen kann. Er ist da hoffnungsfroh. Und jetzt habe ich den Zettel für die Studierendengruppe hier irgendwo liegen lassen. Da. Die Studierendengruppe besteht aus Felicita Bibelhausen, Leonie Lampe, Nora Pier und Susan Behnke. Diese vier haben gemeinsam den Kommentar vorbereitet und wir freuen uns auch auf die Stellungnahme von Ihnen gleich. Fange ich mal an. Also ich freue mich sehr, erstmal vielen Dank für den Vortrag, ich freue mich sehr, dass wir beide heute hier dieses Kommentar sprechen können. Das war irgendwie, wir hatten eine schöne Zeit die letzten beiden Wochen, haben uns mit den Texten so ein bisschen auseinandergesetzt, haben auch nochmal das Buch zur Wohlfahrtsproduktion gelesen und auch so zur kritischen Adressatenforschung, haben ganz viel darüber geredet und diskutiert. So, wir kamen uns wie echte Wissenschaftler vor. Und ja, insofern freut es mich besonders irgendwie, dass wir die Diskussion hier so ein bisschen weiterführen können. Ich würde ganz gerne damit anfangen, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, damit anfangen, kurz ein Erlebnis zu schildern, was ich hatte. Ich bin nämlich vor kurzem, das war an der Theorie AG, so in einem Nebengespräch als Positivist bezeichnet worden. Und manche, die mich kennen, denken, geschieht ihm ganz recht oder so. Und ich glaube, es war eigentlich ganz nett gemeint und ich habe deswegen bei mir in den letzten Wochen dann darüber Gedanken gemacht, inwiefern ich denn ein Positivist bin. Und ich denke mittlerweile so, dass ich auch, wenn ich auf der Theorie gehe, da habe ich auch was erzählt, das war ja die Theorie AG, wo man jetzt irgendwie vielleicht die großen Theorien eigentlich vorstellen sollte, habe ich wohl nicht so richtig hinbekommen. Ich habe dann eher, vielleicht bei aller Rede über Theorie bin ich dann doch immer eher, habe ich eher so einen empirisch aufgeklärten, vielleicht induktiv grundierten Blick als Fundament, wenn ich theoretisch rede. Ich denke, dass ich damit nicht alleine bin, was man, glaube ich, auch jetzt bei dem Vortrag über die Wohlfahrtsproduktion vielleicht auch so sagen kann und auch bei den ein oder anderen Vorträgen, die eben nicht diese große Theorie, die von der Winkler gestern gesprochen hat, im Blick hatten, wo die Theorieentwicklung möglicherweise eher ein Ergebnis ambitionierter Forschungsprozesse ist und gleichsam auch ein Ertrag eines empirischen Blicks. Warum erzähle ich das überhaupt? Ich glaube, um so ein bisschen anzuschließen, beziehungsweise ich noch sagen wollte dazu, ist eigentlich, vielleicht kann man dann diese Polarität zwischen Theorie und Empirie da so ein bisschen aufgeben und wie das beispielsweise Hans Joas ganz schön in seiner Vorlesung, was ist Theorie, so im Sinne Jeffrey Alexanders sagt, es ist irgendwie keine Polarität, sondern eher ein Kontinuum zwischen beiden Sphären und dann passt das ja wieder. Und so habe ich mich dann jetzt auch eher so ein bisschen nochmal mit dem Thema des Adressaten, wie wird man zur Adressatin der sozialen Arbeit aus so einer halbwegs empirischen Sichtweise versucht zu nähern. Nämlich eben diese Sache, die gestern auch immer mal wieder angesprochen wurde, die, glaube ich, sehr relevant ist für die Theorieentwicklung der sozialen Arbeit, nämlich die Frage der Subjektivierung, wie wird man denn zum Subjekt und wie wird man eben auch zur Adressatin, so zwischen diesen Polen des Eigensinns und der sozialen Herstellung. So wie Bizan und Bola jetzt ausdrücken, dass Adressatinnen immer schon professionelle, dass in der Sozialfigur des Adressaten oder der Adressatin immer schon professionelle wie alltagstheoretische Deutungen mit einfließen, die auch in die biografischen Selbstdeutungen und kontextuellen Erfahrungen, die auch mit präformieren oder eben das sozusagen die Adressatin auch organisatorisch und professionell konstituiert wird. Und in dem Sinne frage ich mich natürlich als Positivist, der ich ja nun bin, wie denn solche
Subjektivierungen in Bezug zum Beispiel auf Transformationsprozesse in der Gesellschaft denn tatsächlich jetzt ablaufen. Man kann sich ja dann erstmal so Gedanken darüber machen, über Machtstrukturen und so weiter, was denn sozusagen Transformationsprozesse wie Aktivierungsdiskurse, Managerialismus oder sowas, was denn da möglicherweise passiert mit Adressatinnen. Ich habe jetzt vor kurzem einen ganz interessanten Text gelesen von Nigel Parton, der sich ja so ein bisschen mit Transformationsprozessen in der im Kinderschutz auseinandersetzt, in Europa und Nordamerika, und der überall diesen managerialistischen Tendenzen auch sieht, und der sagt, es gibt eben auch eine Transformation durch diesen Managerialismus, der sehr stark von Informationstechnologien geprägt ist und von einer sehr engen Anbindung an Vorgesetzte, dass man da durch diese Informationstechnologien auch so ein bisschen sagen kann, es ist eine Transformation eher eines narrativen professionellen oder narrativer Diagnosen hin zu Datenverarbeitung, wo so kleine Aspekte rausgenommen werden und in, so wie ein Computer funktioniert, in verschiedene Datenbanken und Pakete eingeordnet werden. Und da kann man sich dann die Frage stellen, ob der Adressat sich denn nun tatsächlich dadurch dann auflöst als Gesamtfigur, sondern nur noch sozusagen als Datenteile irgendwo im Äther existiert. Und für mich wäre dann interessant, wie denn tatsächlich der Managerialismus, wenn er denn so, also die Frage ist überhaupt, funktioniert der Managerialismus denn so, wie er soll? Und was sozusagen das für die subjektive Aneignung im Hinblick zum Beispiel auf Veränderungswiderstandspotenziale bedeutet. Das ist ja auch keine neue Idee. Und ich habe mir so überlegt, es sickert natürlich durch viele Schichten, sozialpolitische Transformation sickert durch die Schichten, die wir auch schon jetzt im Vortrag gehört haben, die Organisation, die Profession und eben auch zu dem Individuum selbst, dem Adressaten. Und da passiert ja ganz viel. Und das finde ich sehr interessant. Beispielsweise, was auf der Organisationsebene passiert, wenn wir in Analysen wie bei Lipsky zur Street-Level-Profession, zu den Professionen auf diesem Street-Level-Bereich, der sagt, dass viele Manager, also so die Vorgesetzten, ja die Professionellen erstmal auch so ein bisschen machen lassen, so sozusagen ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten anzulegen, sodass der Job dann überhaupt funktioniert. Und die Professionellen wiederum haben auch ganz bestimmte Art und Weisen, mit Standardisierungsprozessen umzugehen, die in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren, zu umgehen. Oder wie ich das jetzt auch in den USA erlebt habe, in einem sehr hochstandardisierten Kinderschutz, dass Professionelle mit den Risikotools so ein bisschen verhandeln, in Verhandlungen gehen. Und so ist es dann eben auch bei den Adressaten. Die Frage ist, wie sozusagen Praxen beispielsweise von Klientifizierung denn tatsächlich, was die Adressaten tatsächlich daraus machen, wenn sie zum Beispiel nicht mehr im Hilfeplanverfahren sitzen, sondern dann zu Hause sind. Ja? Ich glaube, dass allein solche Sachen wie sich darüber lustig machen, ich stelle mir das immer so vor, sind ja auch ein paar Studenten von mir da, die ich ja dann auch subjektiviere in meinem Seminar, die dann sicher auch eine ganz andere Form haben, damit umzugehen, wenn sie dann zu Hause sind oder sich mit den anderen Studenten unterhalten, sich ein bisschen darüber lustig machen oder so. Das finde ich, sind alles ganz interessante Sachen. Also auch wenn die Adressatinnen laut Kessel und Klein eher schwache Akteure mit einem begrenzten Potenzial an Handlungsmächtigkeit also so zu konzipieren sind, bleiben sie dennoch ja Akteure und rationalisieren die bereits durch mehrere Schichten gesickerten sozialpolitischen Verwerfungen sehr eigensinnig. Andreas, was möchtest du da noch was zu sagen? Was soll ich denn? Bist du auch ein Positivist? Nee, ich bin kein Positivist. Schön. Mir wird hier nur wieder unterstellt, ich sei Neoliberalist, und das ist sicher nicht nett gemeint. Aber mit dem kleinen Kommentar von Michael Winkler gestern kann ich mich vielleicht auch wieder versöhnen damit. Mal schauen. Ich denke da nochmal drüber nach. Pascal hat es angedeutet, wir hatten angeregt diskutiert über diesen Beitrag oder das, was an Texten vorlag. Und ich möchte das jetzt aufgreifen, was Pascal bisher skizziert hat, dass eben auch in den Theorien der sozialen Arbeit die Adressaten ja doch recht unterschiedlich konzipiert werden. Und vielleicht ist es, ja,
deutet das darauf hin, dass je nachdem, welche theoretische Perspektive man bezieht auf den Adressaten und wie man ihn dann eben halt auch benennt, dazu führt, dass eben die Theorien sozialer Arbeit nicht als irgendwie ein großes Ganzes zusammengefasst werden können, sondern doch eher nebeneinander stehen, weil sie ja doch nur auch einen gewissen Zugang finden zu dem, was in der sozialen Arbeit passiert. Also zwischen den Polen von ohnmächtig regiertem Subjekt auf der einen und von der Figur des selbstbestimmenden Akteurs auf der anderen Seite kann man natürlich eben auch ganz andere Dinge erkennen, erforschen, wenn man diesen Blick einnimmt. In Bezug auf dieses vorliegende Modell, soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion, verstehe ich dieses Modell als ein Angebot, doch recht unterschiedliche Perspektiven auf soziale Arbeit im Bereich Organisation und professionelle Adressatinnen miteinander zu verbinden. Und verstehe das in der Art, dass institutionell organisierte und darüber geprägte, aber eben doch wandelbare Angebote, deren Ausgestaltung durch Professionelle über das Konzept eines kritischen Adressatenbegriffs nach Bizan und Bolay zu bündeln sind und darüber eine sensibilisierte Forschungsperspektive für soziale Arbeit ausgewiesen wird. Wenn demzufolge soziale Arbeit personenbezogene Wohlfahrtsproduktion darstellt, die organisational verfasste Adressierungsprozesse in den Blick nimmt, dann stellen sich mir doch einige Fragen. Wohlfahrt wird gefasst mit Xaver Kaufmann als eine Problemformel öffentlicher Kommunikation, die sich auf die Vermittlung zwischen partikulären Formen der Lebensführung und dem Zustand bzw. den Entwicklungsperspektiven des Gemeinwesens bezieht. Während über einen kritischen Adressatenbegriff zwar der Zugriff auf die Zielgruppe oder Personen beleuchtet und problematisiert wird, bleibt eine derartige Perspektive bezogen auf den Prozessnutzen und den Ergebnisnutzen sozialer Arbeit für das Gemeinwesen doch allerdings unklar oder unterstellt implizit, dass dieser mit hervorgebracht würde. Aber gerade das Verständnis der Vermittlung der Interessen durch öffentlich organisierte Hilfen evoziert die Frage, auf welche normativen Bezugspunkte das Modell einer sozialen Arbeit als Wohlfahrtsproduktion auf der Seite des Gemeinwesens, Wesennutzens rekurriert, wenn gesellschaftliche dominante Orientierungen, Konstruktionen und Zuschreibungen davon abhängig sind, was politisch durchsetzungsfähig ist. Welche Aufgabe fällt der sozialen Arbeit in Bezug auf die politischen Diskurse zu? Und Sie hatten es angedeutet, Sie verstehen das als Teil. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz Konsens. Da gibt es mit Sicherheit auch andere Positionen zu. Aber da würde ich gerne nochmal nachhaken, das noch etwas genauer erfahren, weil es so ein Bereich ist, der mir noch nicht so ganz klar geworden ist. Und die Frage wurde auch zum Teil schon angerissen, also die Antwort. Versteht sich dann das Modell soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion als eine große Theorie über soziale Arbeit? Und ist es dann nicht eher so eine soziologische Theorie über soziale Arbeit? Oder ist es halt wirklich dann in Anführungszeichen nur ein Forschungskonzept für soziale Arbeit? Danke. Ja, vielen Dank, Frau Böllert, für Ihren sehr spannenden Vortrag. Vielen Dank auch an Herrn Bastian und Herrn Böhle für den ersten Kommentar. Ich bin Felicia Biebelhausen, freue mich stellvertretend für meine Studierendengruppe den zweiten Kommentar vorstellen zu dürfen. Wir haben bei unserem Kommentar vor allem Bezug genommen auf den Text von Frau Böllert, Grenzenlose soziale Arbeit als Grenzgängerin, mit denen wir auch schon intensiv diskutiert haben im Rahmen von unserem Modul beim Herrn Thole, Grenzen und Grenzgänge sozialer Arbeit.
Ja, verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Inhalte nicht so sehr doppeln werden mit Ihrem Vortrag. Leider haben Sie sich jetzt partiell nicht erfüllt. Also es wird so ein paar Doppelungen kommen. Da müssen Sie jetzt leider durch. Das freut mich. Ja, wir konnten auch zu den vorangegangenen Vorträgen, wenn es auch mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten verbunden war, inhaltliche Überschneidungen feststellen. Ich würde dann versuchen, an gegebener Stelle auf die Referenten zu verweisen. Fragen der Theoriebildung in der sozialen Arbeit und das Bestreben nach professionstheoretischer Fundierung stellen ich erst seit der Entwicklung zur modernen wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft eine Herausforderung dar, die mit vielen kontroversen und gleichermaßen konstruktiven wie auch hitzigen Debatten verbunden ist. Geht es um Fragen der Professionalisierung von Sozialarbeit, um professionelles pädagogisches Handeln und eine damit verbundene, dafür erforderliche Theoriebildung, ist es unerlässlich, die Spezifika des Theorie-Praxis-Verhältnisses und die damit verbundenen Herausforderungen in den Blick zu nehmen. So ist für den beruflichen Alltag von pädagogischen Fachkräften seit jeher die Herausforderung kennzeichnend, institutionelle und sozialpolitische Vorgaben, Regulation und Ressourcen in individuell realisierbare Lebensführung bzw. subjektive Handlungs- und Daseinsformen übersetzen zu müssen. Die sozialpädagogische Berufspraxis ist gekennzeichnet von Unsicherheit, Unvorhersagbarkeit und Knappheit in Bezug auf Zielvorgaben und Ressourcen, die zu hohen Fallbelastungen und einem immensen Druck führen. Sozialarbeiterinnen müssen inmitten von abstrakten Theorien, vagen politischen Zielsetzungen und den spezifischen institutionellen Rahmenbedingungen und Vorgaben konkrete Strategien und praktizierbare Methoden entwickeln, um den je individuellen Interessen und Bedürfnissen der Adressatinnen gerecht zu werden. Grundlegend ist dabei ein theoretischer Wissensbestand, der sich offensichtlich jeglicher Statik, Einheitlichkeit und Spezifizierung entzieht. Denn ebenso wie das praktische Handeln zielt er auf zeitgenössische Erfahrungskontexte ab, muss sich stetig ändernden gesellschaftlichen Kontexten und Anforderungen begegnen. Damit verbunden scheint eine fortwährende Tradition, in der Theoriebildung erziehungswissenschaftliche Grundlagen mit Theorien aus Nachbardisziplinen wie etwa der Soziologie, der Psychologie, den Kulturwissenschaften, den Rechtswissenschaften und dergleichen zu verknüpfen. Die dargestellten Merkmale sozialpädagogischer Praxis und Theorie werden aktuell angesichts einer verzeichneten Expansion und gleichzeitig Spezialisierung der sozialpädagogischen Arbeits- und Handlungsfelder, einer zunehmend komplexer und unübersichtlicher werdenden Realität und damit einhergehenden Entgrenzungen in der Erziehungswissenschaft nicht selten problematisiert. Insbesondere die Neujustierung des Sozialen stellen gegenwärtig die soziale Arbeit vor neue, empirisch kaum dokumentierte und theoretisch allenfalls partiell wahrgenommene Aufgaben. Bereits seit einiger Zeit ist eine Zerfaserung und sich fortschreibende Ausdifferenzierung der theoretischen und empirischen Grundlagen sozialer Arbeit zu verzeichnen. Möglicherweise ist soziale Arbeit hinsichtlich ihrer Kernaufgaben und Zielstellungen übersichtlich. Ich erinnere dabei an die gestern aufgeworfene Frage, ob angesichts oder beziehungsweise ausgehend von kleinen Einzeltheorien eine zentrale Zielbestimmung gefordert ist. Jedoch scheint sie hinsichtlich ihrer Felder und ihrer Adressatinnen entgrenzt. Alltagspraktisch stellt sich die Frage, was jeder Einzelne in seinem Bereich leisten kann und muss und wo dann die Grenzen liegen. Es kann davon ausgegangen werden, dass soziale Probleme in modernen Wissens- und Dienstleistungsgesellschaften offensichtlich nicht länger an bestimmte, in verschiedener Hinsicht unterausgestattete Milieus gebunden sind. Von materiellen, kulturellen und sozialen Kapitaldefiziten und damit einhergehenden Leidensprozessen kann jedes Gesellschaftsmitglied, egal welchen Milieus oder sozioökonomischem Status, betroffen sein. Beschränkt sich der Gegenstand bzw. die Zuständigkeit von sozialer Arbeit nicht länger auf soziale Probleme von Randgruppen, scheint die soziale Arbeit innerhalb der modernen Dienstleistungsgesellschaft inzwischen den erweiterten Auftrag zu haben, Leistungsangebote für alle Mitglieder jeglichen Milieus bereitzustellen. Auch hier sind folglich Entgrenzungen bis hin zur Grenzenlosigkeit zu identifizieren.
zu Recht ist also an diesem Punkt die Frage zu stellen, wer wird wie und warum zum Adressaten, zur Adressatin sozialer Arbeit. Karin Böllert resümiert mit Bezugnahme auf Bitzan und Boley, dass Adressaten Problemträger gesellschaftlich definierter, normativ festgelegter Problematiken sein müssen, welche durch die soziale Arbeit als ausführende Kraft der Gesellschaft behoben werden sollen. Die Hilfe für solche Probleme dient meist nicht nur dem Individuum, sondern auch dem Allgemeinwesen, in dem das Risiko fürs Gemeinwesen durch zu viel Ausgrenzung minimiert wird. Bezogen auf personenbezogene Wohlfahrtsproduktion, wie sie von Karin Böllert dargestellt wurde, nutzt Karin Böllert den kritischen Adressatenbegriff, welcher das Subjektverständnis der sozialen Arbeit hervorhebt. Also auch hier an dieser Stelle nochmal zu erinnern an die Vorträge von gestern von Herrn Winkler und Herrn May mit dem Subjektbegriff und auch mit der zentralen Fragestellung, wie dieser zu füllen sei. Es bleibt im akuten Fall für die Adressatinnen daher die Frage, ob ihr Problem als solches gesellschaftlich definiert und anerkannt wird, da es ein Risiko für die Gesellschaft darstellt, oder ob es ein privates Problem in Eigenverantwortung bleibt. Zudem kann in professioneller Zusammenarbeit mit möglichen Adressatinnen, welche noch nicht in die gesellschaftlichen Hilfsangebote passen, etwa durch qualitative Empirie die Definition neuer gesellschaftlicher Problematiken und notwendiger Hilfen ermöglicht werden. Zur sozialpolitischen Bestimmung neuer gesellschaftlicher Problemlagen wird zusätzlich zur alleinigen Adressatenperspektive durch biografische Selbstpräsentation der jeweilige Kontext relevant. Um professionell aufgearbeitet zu werden, scheinen doch Subjektbegriffe und Subjektivität grundlegend konflikts- bzw. widerspruchsbehaftet. Setzen wir demnach gegenüber einer sozialen Arbeit für alle Gesellschaftsmitglieder soziale Probleme als Ausgang für sozialarbeiterisches Handeln, würde dies der sozialen Arbeit viele Aufgabenfelder nehmen. Bei aller Gefahr der Diffundierung und Zersplitterung im Zuge unterschiedlicher Entgrenzungen stellt sich nun doch die Frage nach dem gemeinsamen Kern von sozialpädagogischem Handeln und dessen theoretischer Analyse. Oder nicht? Oder ist es die Frage nach den Einzeltheorien? Braucht es vielleicht auch Begrenzungen? Man denke hier nur an die Debatten um Ermessensspielräume und unterschiedlich ausgeprägte und eingeräumte Autonomiegrade für Praktika, um Professionalität zu gewährleisten. Und wenn ja, wo? Karin Böllert fasst diesen Fragenkatalog mit einer von ihr formulierten zentralen Herausforderung für die Theoriebildung sozialer Arbeit zusammen. Es gilt, durch begründete Grenzziehungen einen gemeinsamen disziplinären Kern zu identifizieren oder auch zu konstruieren, welcher der Ausdifferenzierung sozialpädagogischer Theorie, Praxis und Empirie Rechnung tragen kann. Was sind also die zentralen Merkmale sozialpädagogischen Handelns? Wo besteht bei aller Entgrenzung und Ausweitung der gemeinsame Kernbereich? Eine mögliche Antwort liefert Karin Böllert mit ihrem Vorschlag, soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion zu begreifen. Daran schließt sich wieder eine Reihe von Fragen an, die unterschiedlich beantwortet werden können. Allen voran zunächst die Frage, was unter Wohlfahrt überhaupt verstanden werden kann. Karin Böllert greift hier auf Kaufmann zurück, welcher Wohlfahrt als Problemformel öffentlicher Kommunikation in Vermittlung zwischen partikulären Formen der Lebensführung und der Norm- bzw. Entwicklungsperspektive eines Gemeinwesens definiert. Sie differenziert hierbei nochmals zwischen personenunabhängiger Wohlfahrtsproduktion und personenbezogener Wohlfahrtsproduktion. Diese Differenzierung spiegelt die Realität sozialer Arbeit wider, die ich am Anfang dargestellt hatte, im Rahmen derer sozialarbeiterisches Handeln beeinflusst ist von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen, sozialpolitischen und institutionellen Rahmenbedingungen, Vorgaben sowie Zielsetzungen und idealerweise bedarfsorientiert an individuellen Bedürfnissen und Lebenskonzepten sein sollte. Gleichzeitig sollen Sozialarbeiterinnen aus einer staatlichen Perspektive Gesellschaftsfähigkeit herstellen. Ein Prozess, der immer auch gekoppelt ist an soziale Kontrolle und normative Ordnung. Ich zitiere jetzt Böllert aus ihrem Text, den wir bearbeitet haben. Gegenstand entsprechender Analysen sind vor diesem Hintergrund die Prozesse, Wandlungen, Bedingungen, Wirkungen
Vor allem aber auch Rationalitäten und Normalitätsannahmen, die auf unterschiedlichen Norm- und Wertvorstellungen basieren. Es schließt sich die Frage an, welche Annahmen, welche Zielvorstellungen aktuell sozialpädagogischem Handeln grundgelegt sind. Mit dem Begriff des idealtypischen Aktivbürgers verweist Karin Böllert in ihrem Text auf die zentrale sozialpolitische Zielbestimmung einer Forderung und Förderung individueller Verhaltensmuster, die proaktiv, also initiativ, antizipativ und präventiv auf Schadensvermeidung gerichtet ist. Adressatinnen werden hier als handlungsfähige und handlungsverantwortliche, aktive Gestalterinnen ihres eigenen Lebens konstruiert. Erneut ein Zitat: Die Frage danach, wer wird wie Adressatin sozialer Arbeit, wird in diesem Kontext beantwortet durch das Einschlusskriterium der Selbsttätigkeit und das Ausschlusskriterium der unterstellten Passivität. Das altbekannte Postulat der Hilfe zur Selbsthilfe erfährt demzufolge eine Interpretation, die sich im Paradigmenwechsel einer aufsuchenden G-Struktur zu einer passiven Com-Struktur sein Extrem widerspiegelt und eine aktivierende bzw. investive Sozialpolitik zur Folge hat, die von Kosten-Nutzen-Kalkulationen geprägt ist. Dass infolgedessen ein zentrales gemeinsames Merkmal entsprechender Aktivierungsstrategien in der Fokussierung auf Prävention liegt, basiert auf der inzwischen verbreiteten These, dass präventive Leistungen als Investitionen zu betrachten sind, die sich langfristig auszahlen. Liegt allerdings die Kernaufgabe sozialer Arbeit darin, personenbezogen individuelles Wohlergehen herzustellen, so ist die Frage nicht nur, wie sozialstaatliche Angebote sozialpädagogisch ausgestaltet werden müssen, um sowohl kollektiven als auch individuellen Bedarfslagen gerecht zu werden und eine möglichst hohe Inanspruchnahme zu gewährleisten, sondern auch und vor allem, wann entsprechende Angebote und Maßnahmen erfolgreich sind und welche Maßstäbe dabei anzulegen sind. Über welche professionelle Vorstellung von Wirksamkeit verfügt hierbei soziale Arbeit? Wie kann, ausgehend von dem Ziel, potenzielle Lebenschancen bestmöglich auszuschöpfen, individuelles Wohlbefinden gemessen werden? Und ist persönliches Wohlergehen gleichzusetzen mit Autonomie, mit Selbstbestimmung, der Befähigung, eigenständig und selbstbestimmt ein gutes Leben zu führen? Karin Böllert hebt hierbei hervor, dass es nicht ausreicht, Wohlfahrt allein durch materielle Güter zu erfassen und verweist auf den Vorschlag der in Frankreich initiierten Stieglitz-Kommission, Lebensqualität durch die Messung des Wohlbefindens von Menschen anhand von 8 Bereichen der Lebensqualität zu erfassen. Neben dem materiellen Lebensstandard, also Gesundheit, Bildung, persönliche Aktivitäten, politische Mitbestimmung, soziale Beziehungen, Umwelt, persönliche und wirtschaftliche Unsicherheit. Geht man allerdings weiterhin davon aus, dass Wohlfahrt stets normativ ist, sind Messungen, die sich lediglich auf die gemessenen objektiven Indikatoren stützen, in ihrer Aussagekraft beschränkt. Berücksichtigt werden sollten daher insbesondere ihre Bewertungen seitens der Adressatinnen und deren Interpretation darüber, was unter Wohlfahrt verstanden werden soll. Hier erneut der Verweis auf Herrn Winkler und die Fragen der Relevanz von individuellen Bedeutungen, die also von jedem Einzelnen unterschiedlichen Situationen, Zuständen zugeschrieben werden. Mit der Hervorhebung von dem besonderen Stellenwert, den Normativität in Theorie und Praxis sozialer Arbeit einnimmt, soll nun abschließend auf die immer wieder geführten Gerechtigkeitsdiskurse verwiesen werden. Ich erinnere hier an die Frage, ob soziale Arbeit grundsätzlich eine normative Disziplin sei und ob Normativität nun notwendig oder gewollt ist. Die teilweise Darstellung von Gerechtigkeitsdiskursen als Flucht ins Normative, als Moralpredigten anstelle einer geforderten wirklichkeitswissenschaftlich fundierten politisch-ökonomischen Staatskritik kritisiert Karin Böllert mit dem Verweis auf die Notwendigkeit und Unabdingbarkeit, implizite und explizite Konzeption und Beurteilungsmaßstäbe kontinuierlich transparent zu machen und fundiert zu begründen. Denn trotz aller Debatten um im hohen Maße normative Fragen sozialer Gerechtigkeit, legitimer Gleichheiten und Ungleichheiten ist laut Karin Böllert ein Fehlen fundierter Begründung von normativen Präsuppositionen zugunsten einer unhinterfragten Übernahme gültiger Konzeptionen ein grundlegendes Problem der derzeitigen sozialwissenschaftlichen Theoriebildung. Wenngleich eine fundierte Analyse und Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse nicht auf Moraltheorien verkürzt werden kann und sollte,
gilt es, individuelle gesellschaftliche und politische normative Maßstäbe und darauf aufbauende Folgerungen, Verhandlungsempfehlungen und Zielsetzungen sowie die entsprechend gewählten Instrumente und Methoden stets zu analysieren und in Frage zu stellen. Auch hier noch ein letztes Zitat von Frau Böllert. Denn keine der zentralen Fragestellungen der Human- und Sozialwissenschaften, sei es die Erhöhung von Chancengleichheit, die Sicherstellung des Humankapitals, die Ermöglichung sozialer Subjektivität, gerade auch durch eine soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion, existiert jenseits normativer Setzungen. Vor diesem Hintergrund ist die analytische Auseinandersetzung mit und eine Infragestellung von gegebenen Funktionen und Platzanweisungen von der Positionierung sozialer Arbeit einhergehend mit jeweiligen Grenzerweiterungen, aber auch ihren spezifischen Begrenzungen unerlässlich. Recht, recht herzlichen Dank für beide Kommentare. Karin, möchtest du in einer ersten Runde antworten und reflektieren, ob du richtig referiert und verstanden worden bist, oder wollen wir Fragen zulassen? Ich kann ja ein paar ganz kurze Bemerkungen machen. Ich glaube, die Studierenden haben mich schon sehr gut verstanden, also haben im Grunde genommen auch noch mal deutlich gemacht, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Hinweis darauf, dass unsere Art und Weise, Wohlfahrt zu verstehen und Wohlfahrt inhaltlich zu füllen, eine normativ geleitete Vorstellung davon ist. Was eben auch bedeutet, dass wir in unserer Forschungsgruppe durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Wohlfahrt ist, um eine Frage von den anderen beiden Kommentatoren gleich vorweg zu beantworten. Wir haben keine Definition, keine gemeinsam geteilte Definition davon, was wir unter Wohlfahrt verstehen. Und das hängt nicht nur mit der Koppelung gerechtigkeitstheoretischer Fragestellungen und einer inhaltlichen Füllung des Wohlfahrtsbegriffes selbst zusammen, sondern hängt unserer Meinung nach damit auch zusammen, dass je nachdem, in welchen Handlungsfeldern wir uns bewegen, in den Handlungsfeldern der Praxis bewegen, es unterschiedliche handlungsfeldbezogene Vorstellungen von Seiten der sozialen Arbeit, von Seiten der Sozialpolitik, aber auch von Seiten der Adressatinnen und Adressatinnen gibt, was sie unter Wohlfahrt verstehen. Also von daher glaube ich nicht, dass wir wenn wir diesen Prozess irgendwann mal halbwegs abgeschlossen haben sollten, am Ende mit einer Definition davon aufhören können, was jetzt im Einzelfall wirklich immer Wohlfahrt ist oder Wohlfahrt meint. Genauso ist es mit dem Adressatenbegriff. Also wir haben durchaus die Möglichkeit, unterschiedliche theoretische Konzipierungen des Adressatenbegriffes innerhalb der Theoriebildung der sozialen Arbeit zu untersuchen und dabei auch der Frage nachzugehen, welche unterschiedlichen Interessen sind eigentlich auch mit der differenten Definition dessen, was ein Adressat oder eine Adressatin ist, verknüpft. Also es sind durchaus auch theoretisch anspruchsvolle Arbeiten im Hinblick jetzt auf den Adressatenbegriff denkbar. Nur sie finden, muss ich gleich dazu sagen, im Augenblick nicht statt. Weshalb Ihre Frage zum Schluss zurzeit so beantwortet werden kann von mir, dass dieses Konzept soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion im Augenblick erstmal die konzeptuelle Basis empirischer Arbeiten ist, aus denen heraus wir dann aber wieder die Theorieentwicklung vorantreiben wollen. Also wir wollen nicht die große Theorie, mit der wir dann vielleicht auch in die empirische Erforschung von Praxis gehen, sondern wir gehen eher den umgekehrten Weg. Wir forschen und aus der Forschung heraus versuchen wir dann die Theorieentwicklung weiter voranzutreiben. Und wenn man das an einem einzelnen Beispiel deutlich macht, zum Beispiel der Bereich des Kita-Ausbaus, wo wir auch empirische Arbeiten im Augenblick haben, dann heißt das bezogen auf unser Verständnis von Wohlfahrtsproduktion, dass wir nur auf diesen kleinen Ausschnitt bezogen schon ganz unterschiedliche praktische Konzipierungen der sozialen Arbeit haben im Hinblick auf das, was eigentlich ein Adressat oder eine Adressatin ist. Das heißt, wir haben aus der Perspektive beispielsweise der Eltern der Kita Kinder
Erkenntnisse dahingehend, dass sie sich gar nicht als Adressat oder Adressatin der sozialen Arbeit verstehen, sondern sie besuchen die Einrichtung einer Kirchengemeinde oder sie gehen in eine städtische Einrichtung. Die wissen zum Teil nicht mal, wer der Träger der Einrichtung ist, sondern wichtig sind ganz andere Kriterien für sie zur Nutzung dieses Angebotes. Und sie verstehen sich in aller Regel nicht als Adressat von sozialer Arbeit oder als Adressatin von Sozialpolitik, auch nicht übrigens der Kinder- und Jugendhilfe. Also da haben wir schon ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem, was hier ein Adressat oder eine Adressatin sein kann. Man könnte sagen, die sind in einer gewissen Art und Weise widerständig, weil sie sich den sozialpolitischen Programmatiken des Kita-Ausbaus an der Stelle schlicht und ergreifend entziehen. Wir haben in demselben Handlungsfeld aber eine Politik, die immer wiederum betont, dass sie hier sehr viel Geld in die Hand genommen hat, einen Rechtsanspruch eingerichtet hat, wo wir dann von diesem doppelten Steigerungsverhältnis ausgehen, doppeltes Steigerungsverhältnis insofern, als dass gerade im Hinblick auf familienpolitische Leistungen wir beobachten können, dass in dem Maße, wie familienpolitische Leistungen ausgebaut werden, auch als Symbol einer Intensivierung der öffentlichen Verantwortung der Wohlfahrtsproduktion, die Anspruchserwartungen an die private Wohlfahrtsproduktion in einem gleichen Maße steigern. Also es wird einem nichts geschenkt, sage ich jetzt mal sehr plakativ, sondern es wird auch sehr viel dafür erwartet, dass ich so ein Angebot tatsächlich auch in Anspruch nehme. Und so könnte man das auf alle diese Felder, Dimensionen von uns oder dieses Schaubild beziehen, weil auch die Professionellen im Kita-Bereich sich nicht unbedingt als zugehörig zum sozialpädagogischen oder so zum Sozialarbeitsbereich gehören. Die sehen sich in einer anderen Profession verankert. Das Gleiche spiegelt sich ja zum Teil auch wieder auf der hochschulischen Ebene, was die Professionalisierung und Akademisierung der Erzieherinnenausbildung anbelangt. Also da gibt es unterschiedlichste Widerständigkeiten. Die Kinder- und Jugendhilfe, die wieder sagt, das ist unser genuiner Bereich. Der Bildungsbereich, der sagt, indem ihr sozialpädagogisch den Kita-Bereich als Bildungsbereich legitimiert, gehört er dann auch in den politischen Bildungsbereich rein. Dann ist es Bildungspolitik und keine Sozialpolitik mehr. Und das sind alles Verästelungen nur an einem einzigen Praxisbeispiel, die wir versuchen da herauszukriegen, bis hin eben auf die Frage, die dann aber auch empirisch gestellt wird, inwieweit die Umsteuerung von Finanzierungsformen im Kita-Bereich, Gutscheinsystem beispielsweise, die Qualität der pädagogischen Beziehung zwischen Erzieherinnen und Eltern und Kindern maßgeblich beeinflusst. Aber das sind dann Ausgangspunkte empirischer Arbeiten, von denen wir hoffen, sie dann zukünftig auch zu einer Reformulierung theoretischer Ansätze nutzen zu können. Soweit vielleicht erstmal, Werner. Danke. Jetzt gibt es 7 Wortmeldungen. Wir machen 2 Runden und Karin, du kannst zwischendurch entscheiden, welche Frage du aufgreifst, weil wenn wir jetzt, das ist verführerisch, jetzt in den Diskurs einsteigen, dann haben wir uns damit zu beschäftigen, dass insgesamt das Programm sich nach hinten zieht. In der ersten Runde würde ich bitten Karin Bock, Werner Fiedler und Hans Thiersch und in der zweiten Runde dann diejenigen, die sich soeben noch gemeldet haben. Karin. Ja, Karin, ich habe 2 Ideen sozusagen im Kopf gehabt während deines Vortrages. Das eine ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr begreift sozusagen den Adressatenbegriff in erster Linie als bezogen auf den realen Menschen, der da so kommt. Also wir haben ja noch andere Adressaten in der sozialen Arbeit und da würde mich interessieren, ob ihr die auch in den Blick nehmt. Also soziale Arbeit adressiert sich ja zum Teil auch selbst. Soziale Arbeit adressiert Institutionen, Organisationen und so weiter und so fort. Ob ihr das noch mit bearbeitet im Programm oder ob ihr sozusagen euch fokussiert eben auf das Mensch sozusagen, ne? Also auf die Gruppen und so. Weil ich glaube nämlich an dieser Stelle
funktioniert es nicht mehr, mit einer Subjekttheorie zu arbeiten, also wenn man zum Beispiel Organisationen als Adressaten sozialer Arbeit sich betrachtet oder wenn man Gesellschaft als Adressaten sozialer Arbeit betrachtet. Und darauf zielt so ein bisschen auch meine zweite Nachfrage. Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion klingt ja sehr stark als so ein Leistungserbringer. Also das heißt, soziale Arbeit reagiert sozusagen auf die Konstruktion einer Gesellschaft, die sich einen Sozialstaat, einen Wohlfahrtsstaat oder wie auch immer leistet. Aber also aus meiner Perspektive wäre dann zu fragen, diese Eigenlogik sozialer Arbeit, die kommt ja da, also soziale Arbeit als Bewegung, soziale Arbeit als soziale Bewegung, sozusagen, die tritt ja dann in den Hintergrund. Wie geht ihr eigentlich damit um? Danke. Sehr, bitte. Ja. Ich wollte noch mal nachfragen, inwieweit für dieses Forschungsprogramm überhaupt ein normativer Bezug zu Wohlfahrtsstaat oder Wohlfahrtsproduktion notwendig ist. Ich schätze besonders an dem studentischen Kommentar, dass dort die Frage von Gerechtigkeit aufgeworfen ist. Ich hatte immer erwartet, dass bei Karin Böllert das in den Ausführungen auch noch auftaucht. Ich hatte mir das sozusagen hier als Stichwort mit einem Fragezeichen aufgeschrieben. Natürlich werfen Aspekte von Teilhabe und Gerechtigkeit auch immer die Frage nach der Normativität auf. Aber wenn man darauf schaut, was sozusagen die Empirie ist und das Feld, dann würde ich doch sagen, muss man wirklich diesen normativen Bezug haben oder kann man das nicht auch bewältigen mit einem Forschungsverständnis, das eher evaluativ ist? Was wollen die Beteiligten, die Organisation, die Institution und was bringen sie zustande? Und dazwischen kann man sozusagen Intervention, Fortschritt, Weiterentwicklung formulieren, jenseits dessen, dass man diesen normativen Bezug braucht. Ich will ihn nicht völlig in Abrede stellen, sicherlich spielt das auch irgendwie eine Rolle, aber so habe ich zumindest verstanden, dieser zwingende Zusammenhang ist mir nicht erschlossen. Ja, das ist jetzt Karin eher, glaube ich, harmlos nochmal. Wie seid ihr da umgegangen, wenn ihr das miteinander diskutiert habt, dass das ja sprachlich ungeheuer schwierig ist? Also ist eigentlich Bildung im Kindergarten eine Wohlfahrtsproduktion? Also das geht nach dem normalen Sprachgefühl, passt das nicht so recht. Und das geht dann, glaube ich, weiter in Dinge, die du gerade auch schon angedeutet hast. Nämlich, es ist ungeheuer vom Sozialstaat und von der Erbringung von Dienstleistungen in diesem Kontext her gedacht. Und also das ist das eine. Das, denke ich, die unterschiedlichen Probleme, die dann angegangen werden, also Jugendliche in der Jugendarbeit, denen wird Wohlfahrt produziert. Also ich bitte um Nachsicht, ich komme damit sprachlich zunächst nicht zu Rande und ich denke, da steckt ein Problem dahinter, dass es nämlich eine sehr spezifische Sicht ist, um das Ganze zusammenzufassen, jenseits der Differenzierung, die du gerade selber angedeutet hast. Das ist das eine und ich fand dann das Zweite, dass im Verlauf deiner Darstellung das, was im kritischen Adressatenbegriff gemeint war, eher sich etwas verloren hat, nämlich die konstitutive Differenz zwischen der Lebenserfahrung der Adressaten und der Zurichtung eben dieser lebendigen Menschen als Adressat der sozialen Arbeit. Also die ganzen Probleme also die spezifischen Probleme der Stigmatisierung, der Definition, auch der sozusagen der Herstellung des Opfers professionellen Handelns und so weiter. Und ich dachte, ob du das noch ein wenig nachtragen kannst. Karin, möchtest du? Oder möchtest du noch etwas warten? Wir können auch noch einen weiteren hinzunehmen. Du hast ja gesagt, ich darf aussuchen. Also ja. Bezogen auf den Adressaten als realen Menschen, der steht schon bei uns im Fokus. Aber das liegt nicht daran, dass wir die anderen Sachen aus dem Blick genommen haben. Für uns ist zum Beispiel auch die Kommune ein Adressat der sozialen Arbeit, wenn es um Fragen der sozialen Infrastruktur geht. Auch wenn wir sagen, wir sind selber Bestandteil der Sozialpolitik, sind aber sozialpolitische Akteure aus einer sozialpädagogischen Perspektive heraus,
durchaus auch unsere Adressaten und Adressatinnen. Nur im Fokus unserer Forschungsarbeiten steht die personenbezogene Wohlfahrtsproduktion. Und das führt eben dazu, dass wir uns sehr viel stärker eben dann an einzelnen Menschen, wie du es genannt hast, orientieren. Dass der Wohlfahrtsproduktionsbegriff schwierig ist, weiß ich. Also wir wissen auch, dass wir damit provozieren, dass viele die Haare sich raufen, selbst in meinem eigenen, was heißt selbst, gerade in meinem eigenen Fachbereich oder Institut finden die meisten Kolleginnen und Kollegen es unmöglich, von Wohlfahrtsproduktion zu sprechen. Erstens ist uns bislang kein besserer Begriff eingefallen, muss ich wirklich mal so ganz ehrlich sagen. Wir finden auch nach wie vor die Definition von Kaufmann als Klammer für unsere sehr heterogenen Forschungsvorhaben sehr tragfähig und würden der Sichtweise, Hans, die du gerade gesagt hast, da wird für jugendliche Wohlfahrt gemacht in der Jugendarbeit ja schon gar nicht teil. Weil wir sagen, Wohlfahrt entsteht in der Jugendarbeit nur gemeinsam mit Jugendlichen. Ohne Jugendliche kann sie gar nicht entstehen. Also es ist kein paternalistisches Verständnis von dem, was Wohlfahrtsproduktion da ist, sondern der gemeinsame Herstellungsprozess unterschiedlich Beteiligter. Die Frage von Werner Fiedler, der Text, den die Studierenden hatten, hat sehr breit Fragen der sozialen Gerechtigkeit ja mit aufgenommen. Das ist aber auch ein Text, den ich geschrieben habe. Die Forschungsgruppe ist ja in sich auch sehr heterogen. Und die Fragen wie zum Beispiel, oder ich sag mal, Dinge wie soziale Gerechtigkeit da thematisiert oder behandelt wird, mache ich anders als andere, die in der Forschungsgruppe auch da drin sind. Von daher gehört aus meiner Perspektive bei Wohlfahrtsproduktion die Frage der sozialen Gerechtigkeit konstitutiv dazu. Ich kann über Wohlfahrtsproduktion ohne soziale Gerechtigkeit weder theoretisch nachdenken noch empirisch forschen. Es ist aber nicht so, dass alle in der Gruppe das genauso sehen. Also für die ist eher zum Beispiel der umgekehrte Blick, Ungleichheitsstrukturen viel stärker in den Blick zu nehmen, relevanter als meine Frage, was ist eigentlich soziale Gerechtigkeit? Und der normative Aspekt ist in einer doppelten Perspektive mit reingekommen. Einmal eben als Ergebnis auch unserer Auseinandersetzungen mit den soziologischen Analysen, also mit Kaufmann und Co., wo im Grunde genommen die Definition, oder ich sage mal nicht Definition, die inhaltliche Füllung dessen, was Wohlfahrt ist, ja immer verstanden wird als Ergebnis auch politischer Aushandlungsprozesse. Und fließen zwangsläufig normative Begründungszusammenhänge von dem, was Gerechtigkeit sein soll, mit ein. Auch wenn zum Teil Gerechtigkeit da nur eine Floskel ist, die die Legitimation ganz anders gearteter politischer Aktionen legitimieren soll. Also wie jetzt beispielsweise mit der Mütterrente. Die Mütterrente, die verkauft wird als ein Akt der Gerechtigkeit, den Frauen gegenüber, die eben vor 92 Mutter geworden sind, de facto ist es das Austarieren gewesen zwischen sehr disparaten politischen Vorstellungen unterschiedlicher Teilnehmer der Großen Koalition. Aber da ist dann Gerechtigkeit, ich sag mal, eine politische Legitimationsformel. Und selbst da, wenn man die ernst nehme, könnte man ja noch überlegen, welche Gerechtigkeitsvorstellungen fließen damit ein. Das heißt also, bezogen auf deine Frage, für mich ist Wohlfahrtsproduktion ohne die Beantwortung von Fragen der Gerechtigkeit nicht vorstellbar. Aber als Forschungsprogramm der Forschungsgruppe gibt es durchaus Ansätze, die eher eine andere Fokussierung nahelegen. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal als Stichworte. Wir haben jetzt vier Wortmeldungen noch. Martin Munold, Anna Törp, Bobby Hörster, Herr Günther und Michael. Und vielleicht können Sie das etwas auf den Punkt bringen. Es tut mir leid, aber... Ich versuche es mal. Danke für die Vorträge. Vielleicht die Frage ans gesamte Podium. Ich finde den Begriff der Wohlfahrt von Kaufmann auch, der hat ja auch diese vier Funktionen von Wohlfahrtsstaatlichkeit, sehr defensiv. Ich bin Mittelstürmer, deswegen, nachdem sozusagen der Andreas Böhle sich als Neoliberaler hier aus Spaß geoutet hat, wundere ich mich, dass die Frage nicht kam, warum spricht man nicht von anderen Begriffen wie Autonomieproduktion, Freiheitsproduktion? Michael Winkler war gestern da. Warum spricht man von Adressaten, nicht von Absendern oder was weiß ich? Ja, warum gibt es da nicht auch eine andere Semantik?
Und dann habe ich mich gefragt, wenn es um Gerechtigkeit und Gerechtigkeitstheorie geht, fällt mir immer, weil ich in Kassel studiert habe, bei Werner Tode, Michael Galuske, Franz Bettmer, auch John Rawls ein und die Vertragsfreiheit zwischen Sozialarbeitern und Absendern, um eine gewisse Herrschaft von Wohlfahrt, auch Wohlfahrtsherrschaft, da wo sie sich anbahnt, zu entlarven. Ja? Also vielleicht an die Frage an das gesamte Podium, warum entwickelt man da nicht neue Begriffe, wie zum Beispiel Autonomieproduktion statt Wohlfahrtsproduktion? Karim, mir hat das sehr gut gefallen, wie du die unterschiedlichen Adressaten, Betroffenen dargestellt hast und in einen unterschiedlichen Beurteilungs-, Bewertungs-, Konnotationszusammenhang gerückt hast. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, diese unterschiedlichen Bezugspunkte, wie ihr sie da herausarbeitet und herausgearbeitet habt, von Kundinnen, Nutzern, Adressaten und so weiter, weil dadurch die Handlungsabläufe innerhalb dessen, was ihr Wohlfahrtsproduktion nennt, auch in den unterschiedlichen Perspektiven, die sich hier artikulieren, glaube ich, sehr, sehr deutlich werden. Das finde ich immens hilfreich. Ich finde auch sehr, sehr hilfreich den Ausgangspunkt bei Kaufmann. Der leuchtet mir sehr ein. An dieser Stelle wäre meine Rückfrage, so wie ich die Vorgaben von Kaufmann gelesen habe, ist bei ihm dieses ganze Feld in sich so ein bisschen kontroverser und in sich widersprüchlicher und spannungsreicher strukturiert und gefasst, als du das jetzt so ein bisschen für mich jetzt hier dargestellt hast. Also bei Kaufmann zieht sich ja wohl, ich denke, das kann man so sagen, also eine Kontroverse, eine Spannung durch. Und du hast das ja auch herausgestellt so ein bisschen zwischen individuellen Bedürfnissen einerseits und kollektiver Typik andererseits. Das findet sich überall wieder, diese Spannung, und aus der kommt man auch nicht raus. Wenn du jetzt von der Vielfalt der Artikulationen in eurem empirischen Feld redest, dann wäre für mich jetzt vor diesem Hintergrund die Frage, warum geht ihr nicht stärker in eurer Konstruktion eures Forschungsfeldes von der Kontroversität dieser Sachverhalte um diese Widersprüchlichkeit aus und konstruiert vor diesem Hintergrund eure Gegenstandsbereiche von vornherein in dieser Kontroversität als kontroverse Sachverhalte, würde ich das mal mit Bruno Latour jetzt nennen. Das wäre meine Frage. Warum, wenn man hier auf Kaufmann zurückgreift, kann man, glaube ich, von vornherein, und ich finde das sehr wichtig, stärker die interne Widersprüchlichkeit dieses Feldes auch vorab konzeptionell veranschlagen und dann die unterschiedlichen Seiten dieser Widersprüchlichkeit, dieser Spannung, dieser dann auch Kontroversität, also wenn sich die Adressatinnen, also wenn die das überhaupt nicht tangiert, die da drin steckt, dann vor so einem Hintergrund herausarbeiten, also stärker dieses Kontroverse bei dem Kaufmann. Ja, also ich möchte mal die Frage danach stellen, ob man nicht mit Gregory Bateson sehr stark das Setting insgesamt sich anschauen muss. Gregory Bateson hat in seiner Schizophrenieforschung den Schizophrenen als denjenigen bezeichnet, dem die undankbare Aufgabe zukommt, ein Symptom eines krankengesellschaftlichen Zusammenhangs zu repräsentieren. Nun ist natürlich halt der Klient kein Schizophrener und auch nichts dergleichen, also kein Kranker im eigentlichen Sinne, aber manchmal habe ich schon den Verdacht, dass es sich da um ein defizitäres Wesen handeln muss, dem man bestimmte Dinge antragen muss. Und ich denke, das hat soziale Arbeit überhaupt nicht nötig, wenn sie sich mit dem Setting beschäftigt. Wenn sie sich mit dem Setting beschäftigt, dann würde sie nämlich auch die Frage stellen, ob nicht überhaupt mal die vordringliche Aufgabe darin besteht, Gesellschaft zu konstituieren. Was ich sehe, ist eine amorphe Masse von Mann, die da so durch dieses Land wabert. Und ich finde es im Grunde genommen als eine Frechheit, das uns als permanent als Gesellschaft zu verkaufen, was ja die Soziologen gerne tun.
Noch einmal kurz zu dem Setting zurück. Zu dem Setting gehören für mich auch die Politiker. Auch die sind Teil des Problems. Und es sind auch ein Teil des Problems, ist auch die sogenannte Wirtschaftselite, die sich als solche wähnt. Auch da muss man mal gucken, wie die eigentlich alle in diesem Setting mitspielen, wenn man da vorwärts kommen will. Und zu guter Letzt wünsche ich mir bei diesem ganzen Feld viel mehr Amateure. Amateure sind für mich Menschen, die farbloses Expertenwissen verstehen, halt mit Leidenschaft zu würzen. Ja, mich hat auch gewundert, dass Salomons Begriff der Wohlfahrt nochmal so zur Geltung kommen soll, aber das nur so als Klammer. Ich möchte im Unterschied jetzt zu Robby eigentlich Kaufmanns Wohlfahrtsbegriff problematisieren und die Art und Weise, wie damit Rousseaus Problem der Demokratie aufgelöst wird. Mit welchem Recht behauptet irgendjemand schon, dass es ein Gemeinwesen gibt? Wer soll denn das sein, wo so viele Menschen bisher vollkommen davon ausgegrenzt sind? Wie kann man dann von Integration und Inklusion sprechen und wer behauptet eigentlich jetzt mit welchem Recht er repräsentiert das Gemeinwesen? Das ist ein ganz großes Problem und da hätte ich gerne auch mal, wie wollt ihr das lösen? Ein zweiter Punkt, einfach vom Himmel fallende Sache, okay, die Nutzenden sind jetzt mal die Co-Produzierenden. Wieso? Als Andreas Schascher in seiner Dienstleistungstheorie gesagt haben, die Adressatin sind die eigentlichen Produzierenden so, weil er gesagt hat, die bilden sich und die müssen ihre Lebensangelegenheiten auf die Reihe kriegen. Ja, und deswegen kam er da drauf. Ich finde, aus dem Dilemma kann man aber rauskommen, wenn man eben nicht einfach fixiert, macht der eine das, macht der andere das oder wie auch immer, dass die was zusammen machen, fällt dann fast schon wieder raus, sondern eben, was ich gestern vorgeschlagen habe, zu fokussieren, welche Arbeitsvermögen kommen da zum Tragen und können sich verwirklichen und welche anderen werden in diesen Beziehungsverhältnissen blockiert, etc. Und ein dritter Punkt, was mich auch verwundert, ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, irgendwie also euer Zusammenhang zwischen Rechtsansprüchen und Befähigung. Weil wir doch seit Habermas und Fraser wissen, dass das Problem von Rechtsansprüchen im sozialen Bereich die ist, als individuell Verbürgte, dass sie quasi notgedrungen mit Stigmatisierung einhergehen muss. Man muss erst die als Bedürftige darstellen, damit man ihnen eine Leistung zukommen kann. Und die Befähigung wird damit erst auch zu gewisser Weise produziert. Sie werden erst mal als zu Befähigende konstruiert. Und das ist auch ein großes Problem, was jetzt die kritische Adressatinnenforschung, finde ich, auch im Anschluss an Fraser sehr wohl im Blick hat. Karin, das sind ja viele Fragen, die du jetzt auf deiner Tagesordnung hoffentlich mit nach Münster nimmst. Diese Formulierung soll anmerken, darauf hinweisen, dass ich jetzt nichts mehr sagen soll. Nein, das meine ich nicht. Nein, dass du natürlich, weil es ist im Kern auch die Frage danach, ob der Begriff gut gewählt ist, ob er das Programm, das ihr versucht zu realisieren, bezeichnen kann. Und es ist die Frage danach, ob man einen theoretisch gerahmten Zusammenhang benötigt, um im Grunde ein Projekt zu realisieren, das zentral die Aufgabe sich stellt, dieses Programm über Forschung zu realisieren. Also ich will mir nicht anmaßen, alle Fragen zusammenzufassen, aber ich glaube, das ist zumindest ein Kernaspekt. Wenn du da vielleicht noch drauf eingehen kannst oder es anders kommentierst und dann darauf eingehst und wenn ihr drei auch noch antworten möchtet, könnt ihr das dann anschließend gerne. Wolltest du? Ich glaube, die unterschiedlichen, also ich sag mal, ich habe durchaus einiges von dem, ohne dass ich jetzt im Einzelnen das hier wiederholen will, nehme ich als Auftrag auch mit nach Münster zurück. So, das ist ja auch Sinn und Zweck so einer Veranstaltung hier. Sehr sympathisch finde ich den Auftrag auch von Robby, die Kontroverse nochmal deutlicher zu machen, die es ja durchaus gibt und die zum Teil ja auch in einigen der Nachfragen jetzt hier gerade waren. Also wenn man zum Beispiel über eine andere Semantik nachdenkt,
dann würden wir nie den Begriff Autonomieproduktion nehmen können, nicht weil der noch sperriger wäre als Wohlfahrtsproduktion, sondern weil in dem, was wir untersuchen, vielleicht auch Autonomie hergestellt werden könnte. Vorrangig geht es aber nicht um die Herstellung von Autonomie. Das ist wieder eine spezifische Form auch der Sozialstaats-Auseinandersetzungen, die, glaube ich, an der Stelle für uns einen Autonomiebegriff nicht tragfähig machen würde. Was nicht heißt, dass wir es nicht wünschenswert fänden, aber wir haben eher ein Sozialstaatsverständnis, was in der Analyse des Sozialstaates nicht auf die Erzielung von Autonomie orientiert ist. Der zweite Punkt, Gemeinwesen, ist, glaube ich, auch eine Begrifflichkeit in unserem Kontext, die aus unseren Beobachtungen dessen, was im Augenblick Praxis von Sozialstaat ist, erfolgt. Und da ist der Begriff der Gemeinwesenorientierung ein ganz zentraler, weil damit zum Beispiel die sogenannten Investitionen in das Subjekt ja legitimiert werden, als die Voraussetzung einer Gemeinwesenorientierung von Subjekten. Deswegen haben wir diese Dinge auf jeden Fall mit drin. Und der letzte Punkt, bezogen auf die Rechtsansprüche, könnten wir noch lange diskutieren. Vielleicht bin ich da an der Stelle mehr Sozialpolitikerin als Theoretikerin der Sozialpädagogik. Aber die Rechtsansprüche haben für uns einen enormen Fortschritt gebracht und haben auch Leistungen abgesichert, über die wir heute ansonsten gar nicht reden könnten. Und ich finde nicht, dass Rechtsansprüche zu einer Deformation beitragen, sondern Ausdruck auch einer sozialstaatlichen Verantwortlichkeit sind. Soweit ich. Seid ihr dran? Wollen wir auch noch was sagen? Also wir haben natürlich auch über diesen, vielleicht nur die Semantik, da waren wir jetzt ja explizit adressiert. Mit der Wohlfahrtsproduktion haben wir natürlich auch diskutiert, ob das jetzt irgendwie ein glücklicher Begriff ist oder so. Und ich habe das jetzt im Vortrag auch so ein bisschen verstanden, dass es ja so ein bisschen aus der Not geboren war, auch ja, so was zu finden, wo man möglichst einen Begriff, der groß genug ist, dass man da so reinpasst. Und das ist ja tatsächlich das Problem der sozialen Arbeit, einen Begriff zu finden, wo wirklich alles reinpasst, wo teilweise die Handlungsfelder so ausdifferenziert sind, dass sie sich selbst nicht mehr dazugehörig fühlen. Und das sind nicht nur in der Praxis so, sondern auch wenn die Disziplinvertreter beispielsweise in der frühkindlichen Bildung sich nicht mehr dazugehörig fühlen. Und dann tatsächlich so ein Klammerbegriff führt manchmal dazu, dass es dann doch nur so eine Worthülse ist und die einen dann jetzt auch nicht weiterbringt. Du noch was? Vielleicht kann ich noch was Persönliches sagen. Ich habe was gelernt, dass man nämlich aus Diskussionen und Kontroversen einfach mehr rausziehen kann als aus den Texten manchmal. Mir ist einiges doch klarer geworden, gerade was auch auf diesen Bezugsrahmen Wohlfahrt angeht, weil es ja gesagt wurde, es gibt kein einheitliches Konzept und dann eben doch die Definition im Text auftaucht. Also von daher, denke ich, war das eine sehr klärende Runde. Aber dann doch nochmal ein Schlusssatz. Das ist ja das für unsere Forschungsarbeiten und eine perspektivische Theorieentwicklung attraktive an dem kaufmännischen Begriff. Kaufmann hat nicht eine Definition von Wohlfahrt, sondern er sagt, das, was unter Wohlfahrt verstanden wird, ist immer Ergebnis normativ aufgeladener politischer Aushandlungsprozesse, an denen ganz unterschiedliche Akteure beteiligt sind. Kaufmann definiert nicht Wohlfahrt, sondern der sagt im Grunde genommen nur, wie kommt Wohlfahrt oder eine Vorstellung von dem, was Wohlfahrt sein kann, zustande. Und das ist im Grunde genommen die gleiche Situation, in der wir als Forschungsgruppe auch sind, dass wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Und deswegen ist für uns als Klammer dieser kaufmännische Wohlfahrtsbegriff erstmal der geeignetere und Autonomie wäre demgegenüber einer, der ja schon eine Festlegung beinhalten würde, die in unseren Forschungsarbeiten so noch nicht in jedem Fall auch repräsentiert ist. Also ich fand den Aspekt der Konstruktion ganz wichtig, was auch für unsere Studierendengruppe sich nochmal herauskristallisiert hat, dass einfach einerseits dieses Bewusstsein da ist, man konstruiert durch Definitionen, durch Zuschreibungen, angesichts aber auch von Prozessen, wo mittlerweile, es ist ja so identifiziert worden, dass die Gesellschaft pluralisiert ist, dass die Adressatinnen ein Spektrum darstellen, was entgrenzt ist, wo mittlerweile alle
ja, alle Bürger jeglichen Milieus Adressaten sein können, ist fraglich, wo man dann ja, Probleme konstruiert durch Zuschreibung, wo man vielleicht auch dekonstruieren sollte, wo es dann erforderlich ist, zu kategorisieren, zu labeln, was für einen Sinn dahinter steht, auch gerade hinsichtlich von Operationalisierung in der empirischen Forschung, wo es aber dann eben auch Probleme konstruiert, wo es nicht vonnöten ist. Ja. Recht herzlichen Dank für die Kommentare. Karin, recht herzlichen Dank für deine Diskussionsanregungen.